Hey ho, ihr Menschen und Tiere, ich begrüße euch zu VB spielt Minecraft. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich werde heute mal etwas anderes machen. Ich habe eure Rufe gehört, dass es mal Zeit wird, wieder etwas anderes zu sehen als immer nur Regenbogenberge von morgens bis abends. Ihr werdet schon sehen. Zuerst muss ich doch nochmal rein in meine Unterkunft, denn es wird Abend. Ich habe nämlich eine Expedition vor. Das ist jetzt nicht so günstig, wenn wir dann am Abend damit starten. Ihr seht, ich habe wieder Texture Pack drauf, mein Texture Pack, Minenarbeit.de, ne? Minenarbeit RP Texture Pack auf Minenarbeit.de. Steht überall. Ich komme immer mal wieder Fragen, hey, was nutzt du für ein Texture Pack? Dann fasse ich es meistens nicht. Kann ich irgendwie... Hallo, Leute, ne? Guckt einer irgendwie in die Beschreibung oder so. Egal, ist ja nicht schlimm. Ne? Ich will es nur gesagt haben, es klappt immer noch nicht hundertprozentig hier auf 179 oder was, aber ist mir jetzt auch wurscht. Mir reicht es jetzt. Ich hau jetzt hier ab. Ich nehme noch ein paar Melonen mit. Warum nicht? Je mehr, je besser. So. Und dann zische ich mal ab nach unten. Lassen wir den Mesa sein. Es stimmt auch. Man muss auch mal wieder ein bisschen woanders hin. Ich habe mich nur mit durch diese Creative Mode Folgen letztens hier so richtig mal eingegraben. Und fand das so cool. Aber ja, dann kommt halt Folge um Folge zusammen. Und ein bisschen Abwechslung muss schon sein. Das stimmt. Aber wir machen heute mal wirklich etwas ganz anderes. Wir werden mal wieder, wie in den guten alten Zeiten, eine kleine Expedition unternehmen. So, hier an diesem schönen See habe ich ja gerade meine Einleitung gedreht. Ja, und das übliche Problem mit der Stimme. Jetzt hatte ich wieder einige Tage mal Pause, wo ich nicht so viel so quasseln musste. Ich drehe jetzt auch gerade morgens schon. Ne? Also bin noch etwas verpennt und die Stimme erst recht. So, aber das ist ja hier ideal. Das ist ja ideal, um hier einzusteigen. So, denn da unten war ja eine wunderschöne Gegend noch. Ach, wie weit geht das denn hier noch mit dem Canyon? Also ich fahre jetzt einfach mal, ich glaube, ich fahre nach Süden. Ich bin mir nicht sicher. Oh, was ist denn mit den Booten los? Nee. Ach, du meine. Ja, ich muss langsam angehen lassen, da jetzt da irgendwie, glaube ich, neue Chunks entstehen. Das ist jetzt natürlich, manche sagen ja logisch und andere sagen von euch vielleicht, wieso, da warst du doch schon, ne? Es ist schon beides richtig, weil wenn ihr euch erinnert, wir haben ja damals diese große Reise unternommen von unserem gallischen Dorf aus, hier diese 8000 Block, Kilometer hätte ich schon fast gesagt, diese 8000 Block hoch nach Norden zu dem Mesa und dabei hatte ich schon halt auf dieser Reise große Probleme, besonders in der Dschungelgegend. Mit den Ladezeiten und hier diesen Rucklern. Das kommt eindeutig daher, dass jetzt neue Chunks generiert werden und dann geht die Performance extrem in den Keller. Das war nicht immer so, das ist einfach inzwischen so, Minecraft. Und mein ganzes Setup hier hat sich eigentlich gar nicht geändert, außer mein Computer, der in letzter Zeit mal so ein bisschen rumspinnt, ne, aber... Ist immer gut gegangen in den letzten Folgen. Ich rede immer davon und ihr denkt, ne, was erzählt ihr denn da? Weil ihr habt es halt nie mitbekommen, dass der abschmiert. Hoffen wir auch mal so, dass es bleibt. Ja, aber damals bei der Reise bin ich dann schließlich hier angekommen. Aber hinterher habe ich dann dieses Spiel hier nochmal in einem neuen Spielstand fortgesetzt. Ich habe also alles kopiert nochmal. Es hatte irgendeinen Grund, ich weiß es nicht mehr so wirklich und ja, jetzt bin ich natürlich, kenne ich zwar schon die Gegend halbwegs, bin ich wirklich schon gewesen, theoretisch, aber dennoch ist das hier eine jungfräuliche Map. Daher haben wir jetzt wieder diese blöden Probleme. Ist da vorne schon Land oder ist das eine Insel? Ich werde mal dahin fahren, vielleicht ist das ja schon interessant da vorne. Oh, die Boote. Bäume, ja, ist schon mal sehr gut. Das sieht ja interessant aus. Ja, wenn das jetzt Land ist, steige ich schon aus, weil
Ja, ist aber, glaube ich, nur eine Insel. Ah, halt! Boote, oh Mann. Ja, und? So, ich steig mal aus, guck mir das hier an. Aha. Ah, hier sieht man sehr schön, dass an meinem Rasen halt immer noch irgendwie alles. Normalerweise habe ich hier Connected Textures drauf, aber will halt nicht. Klappt denn der Sand als Connected? Nee, der klappt auch nicht. Nee, ah gut. Interessant zu wissen, soll uns aber nicht weiter stören. Da hinten geht's schon weiter. Da kommt noch eine Insel. Mal etwas zu sehen, ja, das gehört dazu. Jetzt müssen wir halt ein bisschen Geduld haben mit unserer Erkundung hier. Fahre ich hier einfach mal rum zu der nächsten Insel, falls es denn eine ist. Lange nicht gemacht. Also sogar auf der langen Reise zum Mesa damals. Ja, hallo? Ist denn jetzt hier mal irgendwie. Hallo? Jetzt will er irgendwie nicht da sich reinsetzen. Was ist denn jetzt los? Mal zertrümmern. Irgendwie ist das nicht mehr erreichbar. Hallo? Ey! Aber Gegenlauf tue ich noch. Ja, okay. Ist also auch wieder irgendwie ein merkwürdiger Bug oder was auch immer. Gott sei Dank habe ich noch ein Ersatzboot. Das muss man sowieso immer haben. Und dann fahren wir mal da hinten rüber. Ah, da kommt ja schon was. Da kommt ja schon was da hinten. Da sehe ich ja schon. Oh, das ist ja super. Ja, früher bin ich ja extrem gern mit dem Boot gefahren. Ihr erinnert euch, letzte Staffel auch noch, ne? Immer nach Makka damals rüber, über den ganzen Ozean. Ich habe Seewege angelegt, Bojen gebaut, damit ich mich nicht verfahre. Und fand das immer eins der schönsten Sachen, die man so auf der Erkundung immer machen konnte, Boot fahren. Aber es ist inzwischen wirklich ein Horror eher, ne? Also man vermeidet das eher. Das finde ich extrem traurig. Auch immer schon mal von geträumt. Tolle Inseln sind das hier. Habe ich auch immer schon von geträumt, irgendwie mal eine Raftingbahn zu bauen oder irgend sowas, ne? Früher hat das sogar teilweise geklappt, dass ich auf so, ich habe ich so, das war auf dem Server in Skerville, oben in Norsk, in dem großen Gebirge, da hatte ich mal tatsächlich einen Fluss mit so einer Stromschnelle gebaut und es dann immer geschafft, da runter zu fahren. Aber das geht überhaupt nicht mehr. Man kann die Boote nicht mehr steuern, gescheit. Und man kann sie auch, ja, vor allem halten sie gar nichts mehr aus, ne? Das ist jetzt hier doch kein Land. Das ist doch auch nur eine Insel. Was habe ich denn hier so viele Inseln? Die sind mir überhaupt nie aufgefallen. Das sind ja so richtige Inselwelten hier. Was ist jetzt passiert? Ja, das hatte ich auch schon mal. Das hatte ich auch schon mal. Da sieht man irgendwie ganz eine andere Stelle, als wo man ist. Oh. 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 Also wenn das auch eine Insel ist, baue ich da aber was drauf. Was ist das da für ein Überhang? Ist das jetzt nur, weil es noch nicht geladen ist? Oder komm, ich schwimme da jetzt mal rüber. Das ist ja jetzt hier nicht auszuhalten. Bin ja hier zu Fuß schneller als mit den blöden Booten. Wer hat mein Spielputt gemacht? Oh, das sieht aber wirklich stark aus hier. Ne? Ja, nach wie vor immer Gebirge. Ach, toll in Minecraft. Wirklich. Interessant. Ja, das sind diese Klippen und Riffs, ne? Das ist auch so ein neues Zusatzbiom. Also neu, relativ neu jetzt, ne? 1.7. Das war schon wieder lange her. Aber das fand ich auch eine gute Idee. Sieht gut aus. Da oben, ja, das ist natürlich extrem gruselig. Jetzt werde ich da oben wahrscheinlich überrannt werden von irgendwelchen Biestern.
Hallo, jemand da? Gott sei Dank habe ich mein geschmeidiges Schwert dabei. Was da Schnee da oben? Also wegen der Höhe, glaube ich nur. Ja, das ist jetzt hier extrem Fantasy, ne? Es dürfte doch statisch ein gewisses Problem nach sich ziehen. So, wollen wir gucken. Oh, ist schon wieder, geht schon wieder gegen Abend. Ach, nee. Und ich habe wieder nichts geschafft. Doch, wir haben ein paar schöne Inseln entdeckt. Und das ist jetzt aber auch wirklich Festland hier, glaube ich. Ich denke schon. Ah, schön. Klassisches Minecraft. Ach, toll, 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 toll. Ja, jetzt überlege ich gar nicht. Ich kann mich aber, glaube ich, nicht erinnern an diese Küste. Muss aber. Ich muss hier eigentlich vorbeigekommen sein. Ich bin hier schon mal irgendwann irgendwie langgerannt. Nur schon komisch, dass ich mich an diese ganzen vielen Überhänge hier nicht so erinnern kann. Aber das ist ja schon mal eine super Küste hier vorne. Das ist auch klasse. Ich glaube, da laufe ich mal hin. Vorsicht! Oh. Ach, ich habe wieder kein Bett dabei. Ich habe wieder kein Bett dabei. Wie kann man es nicht so machen, die mit dem. Ach so. Ja, jetzt ist es tot. Warum habe ich mich jetzt verletzt? Kann mir auch keiner erklären, ne? Ist schon sehr merkwürdig. Oh, es wird Zeit, sich einzugraben. Das hat jetzt keinen Sinn mehr. Ich bin jetzt hier so in der freien Prärie. Wo mache ich das denn am besten? Was ist denn hier mit diesem Berg? Dieser Zipfel hier oben. Da komme ich doch bestimmt ganz gut rein. Komm, das machen wir. Grab ich mich mal eben hier rein. Eine Tür hingestellt, vielleicht oben eine Fackel hin, so. Oh, herrlich. Tolles Plateau hier. Tolles Plateau. Werde ich mich mal auf jeden Fall gleich noch umsehen. Ja, ich habe hier diverse Grafikprobleme. Ich glaube, ihr seht das auch. Also irgendwie spinnt hier was ganz entsetzlich. Ich versuche wirklich krampfhaft das einfach zu ignorieren. Da ich mir dachte, ich, ey, jedes Mal, wenn ich hier so eine Drehsession mache, ist eigentlich irgendwas anderes. Also, dabei ändere ich nichts. Minecraft, das beste schlecht gemachte Spiel der Welt, glaube ich. So, ich brauche eigentlich nur einen kleinen Raum. Ich gehe auch mal gerne etwas um die Ecke, damit man nicht vielleicht hier durch diese Öffnung. Boah, dieser Grafikfehler. Ja, dass man hier vielleicht nicht, erstmal den Satz zu Ende sprechen, ne? Nicht erschossen wird irgendwie. Schön um die Ecke hier. Dann brauche ich noch eine Werkbank. Hab natürlich mich extra vorbereitet hier. Alles dabei, was ich brauche. Gar kein Problem. Und dann. Auch Rohholz dabei. So. Ich nehme nämlich mal an, es ist euch ganz lieb, wenn ich jetzt hier nicht eine Nacht lang rumstehe und warte, dass die Sonne wieder aufgeht. Das haben wir früher mal gemacht, als es noch keine Betten gab. Ganz früher. Hallo, stell dich mal dahin. Du blödes Bett. Ach, du meine Güte. Das habe ich auch nie so wirklich verstanden. Wie man die nun positionieren muss oder nicht. Nehme ich auch wieder mit. Ich brauche hier keinen Spawnpunkt. Bin da jetzt mal ganz mutig. Denn ist klar, hier wird der Spawnpunkt gesetzt, wenn man drin schläft.
Aber sobald man das Bett abreißt, ist der Spawnpunkt dann auch wieder vergessen. So immer erstmal ein Stück laufen. Aber ich glaube, ich bin früh genug ins Bett gegangen, dass hier noch nicht so viele Monster erschienen sind. Aber es ist natürlich hier super, ne? Das ist ja klasse. Schöner Wald. Was ist das da vorne? Ist das eine Fledermaus? Wo kommt die denn her? Fledermaus, wo kommst du her? Da muss ja hier auch eine Höhle sein oder sowas. Sehe aber nichts. Die flattern doch nicht draußen rum irgendwie einfach nur so, ne? Die gibt's doch nur in Höhlen. Faszinierend. Herrlich. Ja, weiß ich jetzt nicht so genau. Gibt es die auch draußen? Nee. An dunklen Stellen vielleicht? Was? Unter Bäumen? Wo sind wir hier? Ach, herrlich. Ja, wieder ein Fluss. Hätte man schön mit dem Boot fahren können. Aber ist das schön. Ich glaube, hier war ich schon mal. Ich glaube, hier bin ich mal angelaufen. Ich meine, da kann ich mich jetzt dran erinnern. Ich glaube auch, dass ich aus der Richtung gekommen bin. Ey. Ja, toll. Oh. So ein Geeier. Komm, dann nehme ich jetzt mal ein bisschen Werkzeug zur Hilfe. Die Naturschützer, die gucken ja eh nicht zu bei mir. So. Oh, ist das da die schwarzen Berge oder wie? Ach, da war doch mal was mit so ganz schwarzen Bergen. Also, schwarz sind die ja natürlich nur, weil das mein Texture Pack ist, ne? Mein Schotter Grind Gravel ist schwarz. Aber dennoch, das ist natürlich schon etwas Besonderes, würde ich jetzt mal sagen. In diesem Ausmaß hat man das vielleicht auch noch nicht so gesehen. Ich glaube, ich bin völlig blöde gelaufen. Dann hätte ich einfach hier oben bleiben müssen. Ja, hat das denn hier einen speziellen Namen? Ich schau mal eben nach. Extreme Hills Plus. Ah, das sind so besondere Extreme Hills. Mit diesem vielen Schotter da drauf. Sieht super aus, finde ich, aber zum Bauen finde ich das, glaube ich, total ätzend. Weil einem ständig der Schotter auf den Kopf fällt. Ich denke mal, der geht ja nicht tief. Also die ersten ein, zwei, drei Schichten vielleicht und dann hat man es hinter sich. Ach, und hier ist auch nochmal so ein ausgetrocknetes Flussbett. Oh, da bin ich im Moment auch im Server noch total viel beschäftigt, da die ganzen Flüsse mal aufzugraben, damit das wirklich mal cool aussieht. Schon echt kilometerlang Flüsse gegraben. Aber ich meine, ich bin hier wirklich mal irgendwie gewesen. Oh. Ups. Also schwimmen ist zwar auch ein bisschen nervig, aber es geht immer noch besser als da oben immer rüber zu hüppeln. Bergauf, bergunter, bergauf, bergunter. Was ist das vorne? Da ist das schon wieder sehr interessant. Wasserfälle ziehen mich auch immer magisch an, wenn ich irgendwo sehe einen Wasserfall. Oh, dann muss es da schön sein. Hoppla. Ja, Entschuldigung, es klemmt manchmal. Das ist bald vorbei, wenn wir hier mal ein bisschen länger uns aufhalten.
Auf dieser besagten Reise, von der ich vorhin gesprochen habe, da habe ich ja auch damals schon erwähnt, dass ich eventuell nochmal plane, so ein mittelalterliches Ritterburg-Projekt in Angriff zu nehmen. Mal sehen. Nicht sehr originell, habe ich damals schon erzählt. Die Idee ist nicht so sehr originell, aber einfach immer noch, glaube ich, unwahrscheinlich beliebt unter Minecraft-Spielern. Die bauen am liebsten echt so immer mittelalterlich und burgenmäßig und natürlich kann man da schon mal so ein bisschen so ein Auge drauf werfen, ob man irgendwie was in der Richtung findet, was sich da so anbietet. Natürlich wäre es schön, so eine Art Wiesenfeld zu haben. Wie früher in meiner allerersten Welt, die ich noch alleine gebaut habe und dann erst angefangen habe zu filmen. Die Burg Wiesenfels, die war ja dann irgendwann mal ganz berühmt. Und wäre schön, wenn man sowas in der Art nochmal dann, wenn, dann so machen könnte. Da gab es halt einen Berg an der Küste direkt, also ähnlich so wie hier. Deswegen war ich jetzt auf diese Küste auch so ein bisschen scharf. Deswegen würde ich jetzt auch mal vielleicht nicht so weit wegrennen von der Küste. Ich meine, im Grunde war die Gegend ja hier schon ganz cool. Aber das war das Interessante, das war der Berg und direkt an der Küste gelegen. Und auf der anderen Seite des Berges, das war eigentlich auch nur so ein, nicht so ein riesiges Gebirgsmassiv, sondern wirklich nur ein einzelner großer Hügel. So ein Berg halt. Und auf der anderen Seite gab es Wald. Also schon so in diese Richtung hier. Das würde schon mal so ungefähr passen. Was? Komm her. Na, wo steckst du denn? Ist immer so ein bisschen wie Walking Dead hier, ne? So gerade so in der Natur. Kommt die mich schon mit ihrem Schwert? Ja, ich sehe nix. Ich sehe nix. Ist schon komisch. Na gut, dann brauchen wir jetzt auch keine Angst haben. Aber ich spekuliere noch so ein bisschen auf so ein anderes Gebirge, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dafür überhaupt richtig laufe. Man könnte jetzt natürlich wieder fuschen und die Map zur Hilfe nehmen. Ich habe ja damals auch eine Map generiert, um mir mal eine grobe Orientierung zu verschaffen, in welche Richtung ich laufen muss und wo ich vorbeikomme, so dann an den bei diesen 8000 Metern oder Blöcken. Ach. Ne, wird vielleicht auch mal wieder Zeit für einen Hund, aber ich finde die dann immer auf Dauer immer so ein bisschen nervig. Und dann lasse ich sie immer irgendwo sitzen und dann tun sie mir immer leid und so richtig verwenden kann man sie ja nicht. Hier ist jetzt wieder ein Riesenmeer, also das kann ja jetzt auch nicht sein. Jetzt muss doch mal wieder irgendwie. Wo geht denn das Land lang? Also so habe ich das wirklich gar nicht in Erinnerung. Puh, ich bin jetzt allerdings auch völlig ohne Orientierung gelaufen. Was ist denn überhaupt? Wo ist denn was? Da ist Westen. Ja, dann laufe ich ungefähr nach Süden, komisch. Und es wird auch schon wieder dunkel. Kinders, wie die Zeit vergeht. Ah, Platteichenwald. An den ich mich auch nicht erinnern kann. Gut. Allerdings war die Reise lang damals und es gab viel zu sehen und boah. Ich kann mich nur an diesen Dschungel erinnern. Und da so eine große Steppe daneben. Also hier so Savanna gab es auch. Ich werde einfach weiter der Küste folgen.
Mal gucken, was da noch so kommt. Und wo ich spontan eine Idee bekomme, mich niederzulassen. Nur Platteiche ist natürlich jetzt auch wieder nicht so abwechslungsreich, weil wir das ja schon haben. Ne? Also guckt mal das Gallische Dorf an, die ersten 10.000 Folgen dieser Staffel. Da muss ich auch unbedingt nochmal zurück zum Gallischen Dorf. Werde ich ja noch früher oder später auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe da immer noch nicht wieder das Zulanix-Gassenschild aufgestellt oder ersetzt, das ja mal nach einem Sprengwurmangriff kaputt ging. Und seitdem, das ist jetzt schon Wochen her, ich habe das immer wieder vergessen. Da einiges repariert und das Schild immer vergessen. Und hinterher immer gedacht, Mensch, jetzt hast du das Schild schon wieder vergessen. Und deswegen habe ich auch hier in meinem Inventar immer ein Schild dabei, damit mich da... Ja, das ist sozusagen der Knoten im Taschentuch. Andere haben einen Knoten im Taschentuch, ich habe ein Schild im Inventar. Hier wird es wieder etwas hügeliger. Uah, 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 lass mich gehen, lass mich los. Mal da draufklettern und gucken. Ich stelle auch fest jetzt abschließend, dass das Reisen in Minecraft auch einfach durch diese Laderei dieser ganzen Chunks nicht mehr so viel Spaß macht wie früher. Ne? Man muss immer so, es ruckt zu viel, das war früher nicht so. Man ist, ne? Es gibt zu viel inzwischen da zu generieren. Irgendwie muss man auf den Reisen sich immer mit diesen ganzen Lecks hier befassen. Ach, ist aber auch wunderschön hier. Ach, ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Wäre auch schön hier mit diesem Blick auf das Meer. Ich würde mal sagen, ich sehe mich hier noch was in dieser Gegend um. Brauche noch ein bisschen mehr Orientierung, damit ich auch wirklich weiß, wo ich bin. Vielleicht finde ich auch nochmal diese Stelle, die ich eigentlich ja so halb gesucht habe. Jetzt nicht so als direktes Ziel, also ich bin jetzt nicht wahnsinnig enttäuscht, dass ich das nicht gefunden habe. Aber so, ich hatte so ein bisschen darauf spekuliert, vielleicht dahin zu gelangen und das ist mir jetzt nicht gelungen. Vielleicht finde ich das aber noch. Und ja, jetzt haben wir mal wieder einfach eine schöne, sinnlose Folge gedreht, wo wir einfach nur ein bisschen durch die Gegend spazieren und haben eine schöne Inselgruppe gefunden, von der mir auch irgendwie nicht klar war, dass sie existiert. Und haben uns heute mal keine Regenbogenberge reingezogen. Da hinten poppt nochmal was auf. Da ist es jetzt schon mal sehr interessant. Ja, aber ich denke, ich bin jetzt definitiv auch irgendwie in einer völlig anderen Richtung, anderen Gegend gelandet. Wo ich eigentlich oder... Na, lasst euch mal über der nächsten Folge überraschen, ob ich dann vielleicht doch nochmal die Stelle finde, die ich jetzt innerlich so gesucht habe. Die Kenner unter euch wissen wahrscheinlich, welche Stelle ich meine. Die Reise damals verfolgt haben. Wenn ich überhaupt in so einer Region bin, wo ich damals, also, ne, ich weiß es überhaupt nicht mehr. Jetzt ist ja auch da oben die Sonne schon wieder fast weg. Ich werde mich jetzt schnell irgendwo einbuddeln, vielleicht da hinten, vielleicht schaffe ich das noch. Und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt VB, das bin ich, spielt Minecraft. So, und dann wünsche ich euch mal eine schöne Zeit bis dahin. Genießt das schöne Wetter. Und die WM natürlich. Über die reden wir bestimmt auch noch. Okay, dann macht's mal gut. Tschüssi.